Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Donkey Kong, oder? Diese Musik. Kongo-Musik. Ich habe die Emotion Panik erlernt. Okay, jetzt ganz ruhig bleiben und durchatmen. So. Hallo, Gobby. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. 15 Uhr. Let's go. Wunderschönen guten Morgen, oder? Sagt man heutzutage zu Corona-Zeiten. Kann man ja ausschlafen. Ich habe schon ewig nicht mehr gestreamt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Hört man mich? Ist der Ton laut? Ist der Ton zu leise? Zu laut? Der Spielton in Ordnung? Ich habe nichts an meinen Settings geändert. Oh. Ich habe mein Inventar voll. Gobby, das ist meine Insel. Ganz schön, waldig, oder? Ziemlich viele Bäume gepflanzt. Mehr hat meine Insel auch gar nicht zu bieten. Ich brauche Geld. Deswegen habe ich Bäume gepflanzt. Hallo, willkommen in Nooks Laden. Was gibt's denn hier Schönes? Flamingo. Heute die männliche Version, oder? Die weibliche guckt in die andere Richtung. So, ich möchte erstmal verkaufen. Ich will verkaufen. Wo sehe ich eigentlich, wer alles hier zuschaut? Null Zuschauer. Läuft. Okay, im Chat ist ein Zuschauer namens Gobby. Willkommen, Gobby, nochmal an der Stelle. Ich habe jetzt 3 Wochen nicht gestreamt, deswegen habe ich keine Zuschauer mehr. Er ist wieder da. Lukas, BRW, herzlich willkommen. Ich spiele Animal Crossing und nachher spiele ich Fortnite. Vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen Resident Evil oder so. Es gibt jetzt die Resident Evil 3 Demo. Mega nice. Habe ich noch nicht angefangen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wer sind Sie denn? Dani, herzlich willkommen. Und Muti, hi. Ich bin der Mann, den keiner kennt. So. Dachte Animal Crossing will keiner sehen? Ja. Will ja auch keiner. Aber es muss mich ja nicht dann davon abhalten zu streamen. Let's go! Stream ohne Zuschauer. Ich stehe drauf. Was? Ich bekomme Animal Crossing am 29.04. Das ist ja noch ein ganzer Monat. Ich habe übrigens was gesammelt. Eine Kirschblüte. Ist das nicht nice? Was kann man mit einer Kirschblüte eigentlich machen? Sammelt man das nur? Ist das nur zum Sammeln? Ich habe übrigens ganz viele Früchte. Soll ich die einfach verkaufen? Kann mir irgendjemand dieses Spiel endlich mal erklären? Ich spiele dieses Spiel seit 5 Tagen und ich habe keine Ahnung. Kirschblüten sind toll. Jan Fischer, hi. Ja super. Ich verkaufe jetzt alles und krieg 800 Sternis. Wie soll ich denn mein Haus in Höhe von 800.000 abbezahlen mit diesem Geld? Das ist ja traurig. Ja, wegen dem Geschenk für mein Dad kommen meine Sachen auch später. Früchte anpflanzen und ein paar verkaufen. Ich hab die ganze Insel voller Früchte, Digga. Ich hab die ganze Insel voller Früchte. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und ich krieg trotzdem kein Geld. Hier. Das sind alles meine Früchte. Wieso sind da keine Pflanzen? Das sind alles Fruchtbäume. Ich hab keine Frucht bekommen heute. Ich hab heute noch nichts gemacht, Real Talk. Wieso hast du Donkey Kong? Nur die Coolen haben die Insel mit Donkey Kong. Ich hab Donkey Kong. Ich bin cool. Wo ist denn Donkey Kong? Donkey Kong! Alle 3 Tage wachsen Früchte. Ey, ich hab hier auch einen Bambus gepflanzt. Der vermehrt sich einfach nicht. Ist das nicht traurig? Da hinten ist Donkey Kong. Der trampelt gerade meine Pflanzen kaputt. Dieser Affe. Hier, ich hab Donkey Kong. Das ist mein Fitnesstrainer. Böen sind bach. Hab mal wieder Bambusleitung. Ich habe auch nur eine Bambusleitung. Die vermehrt sich nicht. Ich dachte, die Bambus... mir wurde gesagt, so als Kreuzmuster vermehrt sich dieser Bambus. Und zwar rasanter Geschwindigkeit.
Ich habe diesen Bambus seit 5 Tagen und nichts passiert. Er hat eine rosa Blume. Wo? Hier. Man muss sie über Eck anpflanzen. Dann kommt hier manchmal so Zeugs. Neue Gattung. Oh, was ist das? Den habe ich noch nicht. Ja, Skill wie in Fortnite. Bam. Das kommt auch nur, wenn du sie gießt. Huch, was? Ich muss den Bambus gießen? Ho, Heureka. GameGom, herzlich willkommen. Siehst du? Zum Glück streame ich das. Jetzt lerne ich endlich mal was. Man muss die Pflanzen gießen. Also Bambus muss man gießen, damit es wächst. Sie gleich Blumen. Die Blumen habe ich immer gegossen, aber Bambus nicht. Ich dachte, Bambus und Bäume müssen man nicht gießen. Den hast du noch nicht. Welchen hast du noch nicht? Wie gesagt, du musst rot und weiß über Kreuz machen, dann kommt das. Deswegen habe ich die alle so in so einem Gitter gepflanzt. Ich habe hier unten, was sind das? Orchideen? Oder anderes Zeugs? Herzlich willkommen. Den Falter hast du noch nicht. Alter Falter. Ich habe den auch noch nicht. Ich werde den gleich spenden. Jarell, hi. Guck mal hier, ich habe Rosen. Ey, die habe ich auch nicht. Ist heute April oder was? Ich glaube, das sind alles neue, oder? Droides Brokiana. Ist aber nicht deutsch. Brownie05, hi. Ich habe so viele Früchte. Übrigens, jeder Baum, den ihr hier seht, ist ein Fruchtbaum, außer der pinke da. Ich habe alle... Ich weiß nicht, das war, glaube ich, ziemlich dumm von mir, oder? Also, ihr seid ja Profis, oder? Jetzt könnt ihr mir ja endlich mal helfen. Ich habe eines Tages alle meine Bäume auf dieser Insel gefällt, die keine Obstbäume sind, und habe nur noch Obstbäume auf der Insel. Ist das jetzt schlau gewesen, oder ist das komplett bescheuert? Soll ich meine Insel löschen? Ich zeig dir, wie du Bäume anpflanzt. Ich weiß, wie man Bäume anpflanzt. Wie gesagt, ich habe alle Bäume zerstört, außer dieses eine hier. Bescheuert. Das Problem ist, ich habe jetzt nur noch Fruchtbäume und diese Fruchtbäume, die geben halt kein Loot, ne? Außer Früchte alle 3 Tage. Also dieser eine Baum hier. Ach ja, guck mal hier, ich habe 2 Bäume. Ich habe 2 Bäume, die keine Frucht haben. Bam, bam. Oh, ein Ei. Was, auf normalen Bäumen wachsen? Auf normalen Bäumen wachsen Eier. Wer kennt's nicht? Die Eierbäume. Ja, scheiße. Psst, ich hör was. Da ist noch so ein Ding. Bam. Als ob du eigene Designs hast. Ich habe eigene Designs. Wollt ihr mal sehen? Let's go! Eigene Designs. 5 Tage gemalt. War anstrengend. War anstrengend. Natürlich habe ich die selbst gepixelt. Mit meinen Freunden aus Indien. Guck mal. Der hier. Warte mal, ich hab einen neuen Emote. Panik. Das sieht eher aus, als würde ich schwitzen, oder? Im Sommer. Ist das alles traurig? Ist das alles traurig? Ich habe hier übrigens ein, ich habe schon drei, ne, ihr wisst Bescheid, 3 Häuser gebaut für Heschentagbett. Das ist deutsche Sprache, ne? SCH ist ein Sch. So. Ja, Häschentagbett. Okay. So. Das war, glaube ich, das kam vom Himmel, ne? Dieses Bett. Die Anleitung. Häschentaglampe. Erlernen. Ich habe gleich alle Rezepte. Ich habe gleich alle Rezepte. 1 Minute gestreamt, durchgespielt. Let's go. Oh, was sehen meine Augen? Ein Loch. Oh, da ist schon wieder... Ey, hier geht's aber ab, Leute. Hier geht's ab. Hier kann man nicht mal entspannen.
Irgendjemand meinte, dieses Spiel ist zum Entspannen, aber irgendwie bin ich hier ständig unter Druck, irgendwas zu tun. Nichts ist Entspannung. Ja, mein Inventar ist voll und hier kommt ein Flugzeug nach dem anderen. Ja, ein Ballonflugzeug nach dem anderen. Ich komme hier nicht zum Entspannen. Nix Entspannung hier. Sag doch gleich Haschisch. Haschisch ist aber nicht Hischisch. Flugzeug. Alles, was fliegt, ist ein Flug. Und Zeug kann man alles benennen. Alles. Die Verallgemeinerung von allem ist Zeug, also Flugzeug. Man kann auch Flugding sagen. Ich weiß gar nicht, warum man sich auf Zeug geeinigt hat. Ich grüße Sie, Brownie. Ja, Museum, das ist meine Eule. Jeder hat diese Eule. Und mit der, da kann ich immer mein ganzes Zeugs abgeben. Also meine Lebewesen. Guck mal. Die beiden Falter habe ich auch noch nicht gehabt. Man kann übrigens, man kann Lebewesen nicht verschenken, oder? Kann das sein? Oder kann man die einpacken als Geschenk? Ich glaube, man kann Lebewesen nicht verschenken, oder? Wirst du deine Community besuchen? Gerne. Gerne. Du kannst sogar deinen Dodo-Code hier, ne? Deinen Dodo-Code hier reinschreiben. Und dann... Was ist denn hier los? Die bauen den Laden um. Scheiße! Ich komme nicht zum... Ich kann meine Mindpunkte heute nicht einlösen. Dann bekomme ich meinen täglichen Bonus nicht. Dann werde ich resettet auf 0, oder? Ist das eine Scheiße? Ich war schon bei Tag 8 oder so. Ich war schon bei Tag 8. Ich cheate übrigens nicht. Kannst du nicht verschenken. Ich cheate übrigens nicht. Ich tue die Tage nicht irgendwie vor- und zurückspulen. Du bekommst einen Bonus. Oh, das ist schön. Ist das der... Salam! Nenn mich Assisa. Ich bin bekannt bei allen, die die schönsten Teppiche suchen. Ich will keinen Teppich, ich will meine Insekten verkaufen. Och ja. Oh. Mysteriöse Tapete. 3000 Sternis! Leute, jetzt sag mal, ist das sinnvoll, das jetzt zu tun? Ich weiß nicht, wie oft der kommt. Vielleicht kommt er nur einmal im Jahr oder so. Soll ich zugreifen? Spielst du mit Zuschauern? Aktuell habe ich meine Insel... Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Insel aufmache und jetzt kommen hier 8 Leute, die knallen mir die ganze Insel weg. Die klauen mir alle Früchte. Die hat teilweise echt schöne Sachen. Es ist Luck, was du bekommst. Dann passe ich erstmal, oder? Dann passe ich erstmal. Jarell, ich habe noch nicht Hi gesagt, oder? Oh, da kommt wieder Donkey Kong, Alter. Guck mal, komm, ich grüße ihn auch. Was hast du für Früchte? Ich habe, Kirschen. Kirschen habe ich. Hier, Kirschen. Ich glaube, ich habe alle Früchte. Aber, meine Startfrucht ist Kirsche. Ich gehe erstmal in mein Haus, in mein riesiges Haus. Ich habe übrigens, ich war sehr sparsam mit meiner Einrichtung. Ich habe nur ein Teleskop. Ich guck dann immer dann in den Himmel damit. So. Warte mal, ich glaube, ich pack die Früchte ins Lager, oder? Wusstet ihr, dass ihr ein Lager habt? Ich glaube, jeder weiß, dass ihr ein Lager habt, oder? Ich wusste es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich musste erstmal forschen. Ihr könnt ins Lager irgendwie alles packen. Das Lager ist sehr groß und mit jedem Ausbau wird das Lager größer. Vielleicht sollte ich die Sachen verkaufen, statt ins Lager bringen, oder? Macht das überhaupt Sinn, was ich tue? Ich glaube, es macht keinen Sinn. Soll ich die Früchte verkaufen? Aber die Kirschen sollte ich auf andere Inseln verkaufen. Die bringen auf meiner Insel nichts. Okay. Ich habe übrigens ein Dings, ne? Mundschutz. Sollte jeder tragen.
Ich habe übrigens schon zwei neue Zimmer. Ist da schon was drin? Das ist so... Ich fühle mich so heimisch hier. Hä? Wieso ist denn... Wenn hier ein Zimmer ist, wieso ist es auf der Seite, auf der ein Fenster? Wieso ist hier ein Fenster? Dieses Fenster müsste in das andere Zimmer gucken können, oder? Hä? Jetzt ist da kein Zimmer mehr. Dieses Spiel ist richtig krass. Ich würde so gern mit jemandem spielen. Warte kurz, ich komme vielleicht gleich mal auf eure Inseln. Ich muss nur noch gucken, wo mein Obst ist. Wo ist mein Obst? Oh, ich habe hier Tiere. Huch. Ich habe hier ganz viele Vogelspinnen. Diese Vogelspinnen habe ich irgendwie eine Nacht mal gefarmt und habe dadurch all meine Werkzeuge verloren. Wieso ist denn das jetzt hier? Das Problem, was ich habe... Ich glaube, ich verkaufe diese Vogelspinnen, wenn der Insektenverkäufer da ist, oder? Gibt es Dreifache? Gibt es Dreifache, Dani? Gibt es Dreifache? Ich habe hier schon ein paar Sachen. Ich muss irgendwann mal mein Haus einrichten. Ich muss mein Haus einrichten. Sind Früchte auch irgendwann mal beim Händler im Angebot, dass man da was bekommt? Weiß ich gar nicht. Ich habe hier auch ein bisschen Holz und so zum Bauen. Diese Schneeflocke habe ich irgendwie in der Post drin gehabt. Das war ich nicht selber. Hat irgendjemand gecheatet. Ich kann nicht verkaufen? Wieso kann ich nicht verkaufen? Ich kann immer verkaufen. Let's go. Oder ist das Geschäft jetzt geschlossen? Nee, 22 Uhr machen sie zu. Let's go. Ich verkaufe einfach all meine Früchte. Warte mal. So viel Früchte habe ich gar nicht. Diese Kirschen, die nehme ich dann nächste Mal mit. Warte mal. Kaurischnecken. Brauche ich nicht. Verkaufen wir. Mein Service Center wird gerade umgebaut. Camper Mega hat recht. Mein Laden, der baut nicht um. Let's go. Warte mal. Hier ist mein Laden. Die Frage ist, was ist denn heute im Angebot? Was? Keramikkrug, willst du mich verarschen? Ach ja, meine Kirschen nehme ich dann mit, wenn ich an euch besuche. Äpfel wollte ich, warte mal, Äpfel will ich gar nicht verkaufen. Da braucht nämlich, Nessie braucht noch Äpfel, glaube ich. Die wollte ich ihr dann geben. Ich will was verkaufen. Brownie hat noch nicht so weit geskippt, das Snap und Schlepp umbauen. Ich hab nie geskippt. Ich cheate nicht. Für mich ist das Cheaten. Dann könnte ich ja jetzt auch skippen, könnte jeden Tag meinen Tagesbonus abholen und sagen, ich bin der King. Ja, der King von der Insel. Das bin ich ja sowieso. Timebreaker, herzlich willkommen. Und Jan Fischer schreibt, ich muss jetzt auch wieder los. Hab noch was für die Schule zu bearbeiten. Aber ich bin trotzdem ziemlich glücklich mit meinem Leben. Man sieht sich. Oh, das ist schön zu hören, Jan Fischer. Viel Spaß. Und das ist echt schön. Immer schön, sowas zu hören. So, Koralle. Bla, bli, blub, blub, blab. Nee, Apfel. 100 Füßler. Zacki, zack, 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 zack. 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 Ist es eigentlich sinnvoll, dass man jedes Werkzeug immer mit sich führt? Oder bin ich komplett behindert? Oh. 60.000, das ist ein guter Preis. Abgemacht. Ich besuche gerne deine Insel.
Kann man auf deine Insel kommen? Nee, meine Insel zu, aber ich besuche gerne gleich andere Inseln. Das Problem ist, wenn ich jetzt Insel aufmache, dann kann ich in der Insel nicht bauen und so. Und ich würde ganz gerne erstmal kurz meine Tagessachen und so abholen, wie zum Beispiel Früchte ernten. Ein bisschen Eier sammeln. Es gibt jetzt dieses Event. Ich habe noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts. Beziehungsweise das, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe 2 Rezepte, glaube ich, jetzt vom Himmel geholt. Beim Rest muss ich gucken. Ich habe keine Ahnung. Batterieleistung lässt nach. Habe ich das Kabel nicht reingesteckt? Habe ich nicht. Doch, es ist wieder rausgefallen, glaube ich. So. Wie schickt man jetzt Leuten Post? Huch. Also hier, guck mal. Ich habe jetzt schon 4 Rezepte. Alter, was braucht man dafür? Eier. Fels, Laub. Ach du Scheiße, wo kriege ich ein Laubeier her? Am Flughafen kann ich Post verschicken. Laubeier kommen von diesen Bäumen, die ich alle gefällt habe, ne? Wasser, dann angeln, Luft, ja, Holz, hacken, Laub, ja, Dings, Erde, buddeln und Fels ist wahrscheinlich die Dinger zerschlagen. Hast du dieses neue Star Wars im E-Shop gesehen? Habe ich gesehen, vollen Toast. Das ist übrigens nicht neu, das ist 20 Jahre alt oder 30. Nee, 40. Ach, keine Ahnung, das ist uraltes Spiel. 20 Euro war mir zu viel, Daniel, für ein uraltes Spiel. Ist Abzocke. Das andere Star Wars Spiel waren ja 6 Euro oder so. Da fand ich gut, habe ich gekauft. Aber 20? Holla die Waldfee. Och Mann. Übrigens habe ich einen Trick rausgefunden. Ich weiß nicht, ob das, ob ich es richtig mache. Ich habe hier auf diesen Stein immer mit einer Steinaxt gehauen und konnte nur so 3 Dinge looten. Wenn ich das Ganze aber mit einer Schaufel mache, dann komme ich auf Maximum Loot. Ich mache das so hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das richtig, was ich hier mache? Mit einer Schaufel auf die Steine kloppen? Ist das richtig? Dani schreibt lol. Oh, mehr bekommst du, wenn hinter dir Löcher buddelst. Oh, das ist sehr schlau. Das ist sehr schlau. Dani, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Also das war jetzt kein Sarkasmus. Ich habe auch Eierbäume. Ich habe übrigens endlich rausgefunden, wie man Geldbäume baut. Mach Löcher. Mach ich. Werde ich das nächste Mal machen. Auf die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Wirklich nicht. Ich werde das gleich mal testen und euch zeigen an alle die, die es noch nicht verstanden haben vielleicht. Was ich krass finde, es gibt Geldbäume. Es gibt Geldbäume. Man muss irgendwie was auskramen. Und es gibt doch dann so die Situation, wo die dann so gelb leuchten, diese Löcher. Da müsst ihr 99.000 Silbermünzen, Sternis, ihr wisst schon, was ich meine, Sternis reinballern. Toda, dachte ich auch, dass ich alle gefällt habe. Aber zum Glück sind es doch nicht alle. Aber flussabwärts, also auf meiner Start, also Moment, diese Insel besteht ja aus 3 Inseln bei mir. Die sind ja getrennt durch so einen Fluss. Und die Startinsel, also die hier vorne, da habe ich alle gefällt. Aber hier nicht. Das hat mir vielleicht den Arsch gerettet. Mein Code. Ich tue jetzt noch nicht besuchen. Wartet mal. Aber ihr könnt euch natürlich untereinander kurz besuchen. Ich will ja noch wenigstens so noch ein paar Eier suchen und so. Ich weiß echt nicht, welche Insekten ich schon habe, ne? Da geht einem der Überblick irgendwann verloren. Warte mal, ich habe doch gerade... Achso, ein Luftei. Achso, und jetzt muss ich überall an den Bäumen nochmal hacken. Du kriegst maximal nur 3x 10.000 pro Baum. Wenn du da 99.000 reinfandst, kommen da keine 3 99.000. Also was muss ich reinmachen?
Doch, Einspruch. Toda, siehst du. Aber Daniel, du cheatest natürlich, du buddelst natürlich so Geld rein und stellst dann die Zeit um 60 Jahre voraus, ne? Daniel. Und dann sagst du, es ist nicht cheaten und dann bist du Millionär. Let's go. Mit einer 50% Chance kriegst du 3x 99.000 Sternis. Wenn du Äpfel oder Birnen hast, ist es sogar noch besser. Wie meinst du das? Moment. Moment, was? Also warte. Wenn ich jetzt ein Loch finde, was gelb leuchtet. Was ist das für ein Riesending, Alter? Wenn ein Loch gelb leuchtet, kann ich auch eine Frucht reinballern. Kann ich da Frucht reinmachen? Kann ich in so ein Loch eine Frucht reinmachen? Passiert dann irgendwas? Oder muss man da Geld reinschmeißen? Muss ich da Geld reinschmeißen? Hallo? Ich habe das Gefühl, ich führe Selbstgespräche. Hallo? Oh, ich brauche noch alle Eier. Ich habe gehört, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, wenn ich das euch verrate. Aber ich verrate es. Alle, die nicht gespoilert werden wollen, machen jetzt die Ohren zu. Du buddelst dann Geld ein. Moment, ich buddel Geld ein, wenn ich... was ist, wenn ich dann eine Frucht reinschmeiße, Dani? Was ist, wenn ich da eine Frucht reinschmeiße in dieses gelbe Loch? Kommt da auch Geld? Oder muss ich da Geld reinschmeißen? Und wenn ja, wie viel Geld ist am besten reinzuwerfen? 10.000? Oder kann ich auch ein Euro reinschmeißen? 10.000. Uff. 99.000. So viel habe ich nicht. Ich bin hochverschuldet. Aber wenn ich 99k reinmache, dann kann es passieren, dass ich nur 10.000 bekomme, oder? Und dann habe ich Geld verloren. Was? So ein Eierdesign wäre doch nicht schlecht. Ich habe eine Bastelanleitung bekommen. Wo ist denn die Bastelanleitung? Im Bastelbuch. Einspruch. Es gehen nur 100.000 und 10.000. Gobby, es gehen auch 99.000. Es geht 99.000, Gobby. Mit einer sehr geringen Chance. Habe ich gehört. 99.000 geht auch. Toda dreht durch. In so einem Geldbaum wächst dort immer Geld oder nur einmal? Wächst dort immer Geld oder nur einmal? Kriege trotzdem immer dann 237.000. Nur einmal. Ja, das ist ja Dreck. Das ist ja Dreck. Oh! Oh, 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 oh! Bam! Wenn ich ernte, ist es ein normaler Laubbaum. Ja, dann werfe ich da keine 99.000 rein. Bam! Meister! Meistergärtner. Hallo! Dieses 3D-Dimensionale ist echt irgendwie kacke. Let's go! Wir bauen uns jetzt einen Goldbaum. Ich werfe 10.000 rein. Bam! Verkramen. Muss ich das jetzt gießen? Das geht ja wirklich. Das ist ein Baum. Nicht gießen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Ich hoffe, die Investition war es wert. Dauert jetzt aber 3 Tage, glaube ich. Oder sogar länger. Mein Inventar ist schon wieder gleich voll. Die Kirschen werde ich dann irgendwie zu euch bringen. So, jetzt könnte ich natürlich 3 Tage vorspulen und alles ist tutti frutti, aber mache ich nicht. Bam. Bam. Kirschen kannst du auch bei mir verkaufen. Sehr gerne.
Braucht irgendeiner von euch noch eine Frucht? Ach so, jetzt ist eh zu spät. Ich habe alle verkauft. Moin, Jonas. Bei den 90.000 Gold musst du 60 Jahre vorspulen. Ja, okay, das macht ja keiner von uns. Das ist Cheating, Leute. Ach ja. Brownie spult bestimmt heimlich vor, ohne dass wir es merken. Genau, ich bin schon im Jahre 2020. Dieser Dreckscheater. So, hier. Trick. Um den Rückstoß zu vermeiden, baut einfach ein Loch hinter euch. Oder buddelt ein Loch hinter euch. In der normalen Realität würdet ihr jetzt in dieses Loch fallen und sterben und dann seid ihr tot. Aber in diesem Spiel ist dieses Loch eine Barriere. Oh, jetzt habe ich trotzdem Scheiße gebaut. Guck mal. Dadurch, dass jetzt hier so scheiß Holz ist, habe ich trotzdem nichts dabei gewonnen. Mach zwei diagonale Löcher. Trotzdem verkackt. Flaschenpost. Alle acht, ja, man muss alle acht drumherum frei halten. Habe ich gemerkt, als ich schon angefangen habe. Da warst du spät. Oh, jemand da draußen. Das bin ich. Ich fühle mich angesprochen. Hab mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelanleitung gefunden. Ein Kesselbad. Nice. Hab schon gefühlt 24 Event-Items gecraftet. Holy moly, Caroli. Warte mal. Ich höre... Was ist das denn hier? Was ist das denn? Eiflaschenpost? Boing, soing, so ein Glück. Hop, hop, flippe die Zicken. Welche Freude, eine Eieranleitung. Huch, ah, oh, ah. Da ist ein Flug... Dingens. Was? Wo ist es denn jetzt? Hä? Hey, hier war doch gerade eins, oder? Wo ist es denn jetzt hin? Ach. Nein! Weg ist es. Es ist alles traurig. Dieses Spiel ist alles andere als entspannt. Ich bin so unter Druck. Bin so unter Druck die ganze Zeit. Dontino, herzlich willkommen. So. Guck mal, Äpfel. Bam. Zack. 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 Oh, ich brauche noch Holzäpfel. Ich muss die ganzen Bäume anballern. Donkey Kong ist unter der Palme. Wie man es kennt. Übrigens, diese Startzuschauer, die kann man auch irgendwann rauswerfen, oder? Mach mal deine Insel öffentlich. Jonas, wenn ich das mache, dann farmt ihr mir hier die ganzen Dinge weg. Die kenne ich doch. Etzala. Och man, jetzt sitzt du auf dieser Kokosnuss, oder was? Oh, ich kann sie looten. Man kann alle Bewohner wegmobben. Ihr dürft übrigens die Bewohner nicht wegmobben. Es gibt einen Bug. Wenn ihr einen Bewohner wegmobbt, dann werdet ihr nie wieder einen neuen Bewohner kriegen. Also man kann maximum 10 Bewohner kriegen. Und wenn ihr einen wegmobbt, habt ihr für immer nur noch 9 Bewohner. Ist irgendein Bug, habe ich gelesen. Du hast ihn erstmal in den Schritt gefasst. Wer kennt's nicht, Donkey Kong? Ich habe seine Eier gelootet. Ich habe schon alle Obstsorten. Oder meinst du die Eier? Nee, Obstsorten. Ich meine die Obstsorten. Die Eier habe ich noch nicht alle. Die Eier fehlen mir noch. Eier. Ich habe gehört, man braucht jedes Ei 20 Mal, um die Rezepte freizuschalten. Bam, 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 bam. Meine Quelle ist Toda. So.
So, ich könnte jetzt gleich eine Insel besuchen gehen, wenn ihr wollt. Weil hier ist nichts mehr los auf meiner Insel. Ist es gut, diese... Soll ich jedes Event-Item einmal bauen? Oder was macht man so? Leute, könnt ihr mir Tipps geben? Was ist schlau zu tun? Jedes Item einmal bauen, jedes Item mehrmals bauen. So viel bauen, wie man nur kann. Camper Mega sagt, es klappt. Was klappt? Hast du auf 60 Jahre vorgespult und bist jetzt reich? Komm bitte auf meine Insel, ich schenke dir 30 Lufteier. Mein Code ist... yo, let's go! Ja, komm, wir gehen auf deine Insel, danach gehen wir auf Dings Insel, Danis Insel. Jedes Item einmal. Jedes Item einmal bauen, sagt Jonas. Und wenn ich noch mehr Eier habe, baue ich noch mehr Items. Oder, Jonas? Let's go! Dann sind wir Herr der Eier. Ich möchte fliegen. Jetzt dauert es erstmal eine halbe Stunde. Ich hasse das. Ich will das nicht jedes Mal hier anklicken, Leute. Kennt ihr einen Trick, wie ich das hier überskippe? Nee, ne? Gibt's nicht. Jetzt muss ich runtergehen, sonst bin ich auf einmal im lokalen Modus. Jetzt mache ich auf Roger, weil ich sage, ja, ich will. Jetzt speichert er meine Switch kaputt. Dodo-Code. Wie war jetzt der Code? J7HB6. Leute, Zugriff. Kommt alle rauf. Alle rauf da jetzt. Ich will jetzt 8 Leute auf dieser Insel sehen. Let's go. 8 Leute auf dieser Insel. Wir machen jetzt Party. Wir zerstören seine Insel. Zugriff. Abflug. Mal gucken, ob es geht. Nein, wir zerstören natürlich nichts. Geht ja gar nicht. Geht ja nur bei besten Freunden. Nur bei besten Freunden könnt ihr alles zerstören. Ich glaube, das geht nicht. Ihr habt den Code kaputt gemacht. Die Wartung beginnt bald. Ich glaube jetzt... Was? Was war das denn jetzt? War das der Pilot? Haben die sich zugezwinkert? Spannend. Wir spielen das Spiel jetzt schon fast eine Stunde. Die Zeit vergeht. Aber es ist echt schwierig, hier Geld zu machen, außer man tut abends oder nachts Spinnen fangen. Und das geht auch nur noch bis April. Da muss man andere Insekten fangen, um Geld zu machen, ne? Wenn man nicht cheatet. Hier spricht euer Kapitän. Wir gehen zu Temposia. Temposia. Oh, guck mal. Was hat er denn schon? Ist es das, was ich als nächstes auch kriegen werde? Dieses Rathaus. Oh, guck mal, ist das süß. 2 Leute, die mir winken. Es ist voll leicht, Geld zu verdienen. Mit den Rippbäume. Hab auf dem Server schon was geschrieben. Muss ich gucken. Was jetzt? Geile Insel. Das ist ein geiles Spiel. Let's go! Sowas passiert nur mir, oder? Dass nichts geht. Also dieses Erlebnis auf dieser Insel ist schon echt nice. Ist mein Spielstand jetzt gelöscht, oder was? Was ist jetzt... Home-Taste geht. Ist einfach nur eine schwarze Insel. Ist das jetzt passiert, weil mehr als eine Person auf dieser Insel ist? Weil es keine Server gibt? Warte einfach.
Vielleicht ist gerade Nacht bei ihr. Kappa. Muss ich jetzt meine Konsole 60 Jahre vorstellen? Erstmal Screenshot machen. Ganz wichtig. Ja, ist das schön. 60 Euro für einen schwarzen Screen. Das Multiplayer-Erlebnis ist immer geil bei Nintendo-Spielen. Immer beste Erfahrung gemacht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wer ist alles auf dieser Insel? Habt ihr auch ein schwarzes Bild? Oder die Person, die gerade auf dieser Insel ist, kannst du mal deine Insel schließen? Oder soll ich mein Spiel neu starten? Hör auf zu meckern, mein Gott. Ja, ist ja in Ordnung. Nein. Erweitere dein Spielerlebnis. Ich starte das Spiel neu. Let's go. Software wird beendet. Wenn du neu gestartet hättest, wärst du jetzt wieder drin. Was meinst du mit neu starten? Meinst du, ich bin jetzt einfach auf dieser Insel, weil ich neu starte? Das glaube ich nicht. Oder? Starte das Spiel einfach neu. Ich starte es neu? Ist das euch auch schon passiert? Oh, Version 1.1.2a sind wir. Heute gab es ja ein Update zu 2a. A steht übrigens für Alpha. Ihr seid jetzt Alpha-Tester. Let's go! Wer kommen möchte, eventuell auch Brownie, sollte sich erheben. Das sieht so ziemlich nach meiner Insel aus. Zum Glück haben wir gespeichert. So, Kixos, hi. Was ist passiert? Nix ist passiert, Toda. Abgestürzt. So, warte mal. 5 einen Kartenständer. Man kann die wohl zu einer Sternis Nachrichten verschicken. Wusstest du schon, dass du ab sofort Karten an Freunde senden kannst? Ja, ich will's machen. Gerne. Mein Zukunfts-Ich. Ich kann an mich selber was schicken? Wie geil ist das denn? Let's go, Freund. Alles klar. Ich habe schon richtig viele Freunde, Leute. So, ich schicke jetzt erstmal an Nessie Äpfel. Oh, das ist ja geil. Kirschblütengarte. Let's go. This is for you. So. Ein Geschenk noch ranmachen. Bam. Okay. Also gut. Die Zustellungsgebühren belaufen sich auf 200 Sternis. Prima. Let's go. Verbindung zum Internet hergestellt. Karte wird verschickt. Die Karte wurde geschickt. So. Wer wollte noch Äpfel? Kanta Mega. Ich hab noch Äpfel. Let's go. Ich möchte fliegen. Online. Nein. Jemanden besuchen. Online. Unicorn möchte auch Äpfel. Roger. Och, Mann. Wie möchtest du verreisen, Dodo?
Wir versuchen es jetzt noch einmal. Ja. J 7 H B 6. Übrigens voll witzig, die sagen ja, die sagen ja immer den Buchstaben, den man drückt. Müsste mal drauf achten. Gerade kommt jemand, muss etwas warten. Abflug! Zu spät. Oder meinst du, es stürzt ab, wenn gleichzeitig zwei Leute kommen? Die Wartung beginnt bald. Das Signal ist gestört. Einen Augenblick bitte. Gobbys, tut mir leid, aber das Online-Erlebnis bei Nintendo-Spielen ist immer scheiße. Wir haben jetzt schon 10 Minuten meines Lebens verschwendet. Das klappt ja spitze! Hast du das mit 35 Jahren Mario gehört? Ja! Ghost Ruffy, habe ich gehört. Mega. Ich bin gespannt, ob da was kommt. Bin gespannt, ob was kommen wird. Vielleicht kommen ja so die ein oder alten Klassiker. So, wir versuchen es nochmal. Komm lieber zu mir, gleich, Dani. Ja, vielleicht solltest du den Code mir dann vor allen anderen schicken, sonst ist deine Insel, ne? Schwarz. Habt ihr den Code per Discord geschickt? Sehr gut. Aber wir sind, glaube ich, auch auf der Switch befreundet. Aber wenn du Code machst, dann kann man nur mit Code rein, ne? Da sind wir. Temposia zum zweiten Mal! Wie viele Leute sind auf der Insel schon? Wart ihr schon mal zu acht auf einer Insel? Ist das spielbar? Ist das spielbar oder ist es ab drei Leute nicht mehr so spielbar? Hübsche Bäume. Der hat nicht so viele Bäume wie ich. Ich habe mehr Bäume. Zwei. Zwei Leute nur auf der Insel. Leute, kommt mal alle auf die Insel. Kommt alle auf die Insel. Kommt mal alle auf die Insel hier. Der Code steht im Chat. Guck mal, TB Breaker YouTube. Wer ist das? Wer ist das? Jarell. Jarell. Leute, darf ich die Insel betreten? Ihr steht irgendwie dezent im Weg. Herzlich willkommen, Feed. Komm lieber auf mein... Hä? Was ist denn hier? Hier liegen einfach zwei Switches. Kann man die nicht irgendwie anschalten? Ein Zauberstab? Wo hast du den denn her? Okay. Oh, das ist ja geil gemacht. Das ist hier geil. Mit diesem Zaun und diesen Pflanzen. Das ist mega nice. Flagge? Was ist mit der Flagge? Glitch-User? Wieso Glitch-User? Auch nice. Das T steht für deinen Namen, oder? Leute, ich verstehe nicht. Ist es gut, so einen Baum zu fällen und dann das hier so stehen zu lassen? Wächst daraus irgendwann ein neuer Baum oder ist das für immer so? Bleibt das für immer so? Das habe ich nie verstanden. Bleibt das? Ja. Das Ja bezieht sich auf das T, oder? Das ist für immer so. Das bleibt. Okay. Das ist blöd. Guck mal, er hat Post. Eigentlich mit Schaufel wegmachen. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gemacht. Was ist denn da am Himmel? Seht ihr diesen Streifen? Das ist ein Streifen am Himmel. Vom Flugzeug oder was?
Deine Eier? Wo sind meine Eier? Achso, du wolltest mir Eier schenken, ne? Was ist deine Startfrucht? Was ist deine Startfrucht? Kann ich hier meine Kirschen... Kann ich hier meine Kirschen verkaufen? Ey, wo ist eigentlich... Wo hast du dieses Link-Cap her? Ich will auch Link als Cappy. Ich will auch Link als Cappy. Ich habe keinen Link als Cappy. GC? Wie GC? Lol. Und wo hast du den Yoshi her? Aus dem Internet, oder? Raubkopie. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das Bambus? Nee, ist kein Bambus. Das ist Bambus. Oh, okay, ist doch Bambus. Eine geile Schnitte kommt jetzt. Jonas, oder was? Jonas, die geile Schnitte. Jonas kommt. Internetsohn. Dieser Internetsohn, Alter. Man bekommt ein Kleid, wenn man alle extra Outfits craftet. Mein Bruder kommt. Der Internetsohn. Ist echt spannend, dieses Bild hier zuzusehen. Warum muss man dieses Bild eigentlich einführen? Die anderen hätten doch ganz normal weiterspielen können. Yoshi und Link ist selbst gemacht. Ja, ich will auch Yoshi und Link. Hast du einen QR-Code für mich? Und Timebreaker, vielen Dank fürs Folgen. Hast du einen QR-Code für deine Bilder? Ja. Wie macht man das? Hast du es echt komplett selbst gemalt, Jarl? Jetzt habe ich nicht gesehen, wie er aussieht. Danke für die Eier. Ich habe echt 30 Eier bekommen, Alter. Danke dafür. Richtig krasser Shit, Mann. Bam. 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 Alter, aber wie viel Stunden hast du dafür gebraucht? Es gibt im Internet... Alter, wer ist das denn? Ist das Jonas? Wieso ist Jonas eine Frau? Ich dachte, das war ein Witz. Bleibst noch auf der Insel, dann kann ich kurz noch was erledigen. Ja, Dani, sehr gerne. Jonas ist auf jeden Fall eine Frau. Richtig nice. Was hat er denn da hinten? Was ist das? Was hast du da auf deinem T-Shirt? Wieso hast du einen roten... Alter, dieser Yoshi ist auch geil. Ah, das ist ein Mario. Ich habe auch irgendwo ein Kleid. So, bei mir zu Hause. Ey, wie... Dieser Rucksack ist geil. Wo hast du den Rucksack her? Wie kann man so einen Rucksack sich craften oder kaufen? Ich will auch so einen Rucksack. Boah, vier Leute auf der Insel, Leute. Jetzt wird es hier ein Stresstest. Mein Internet leckt. Ich bin gespannt, wie es sich gleich spielt, wenn acht Leute auf der Insel sind. Hat jemand Sternsplitter? Nee. Da muss man irgendwie Sternschnuppen fangen, ne? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Es gibt ja irgendwie Sternschnuppennächte. Ich habe keine Ahnung, was man da tun muss und warum man das tut. Und ob das dann irgendwie für Rezepte sind, wahrscheinlich, ne? Oder ob das einfach nur Sammel-Items sind. Lukas, schlaue Managerin. Auch eine Frau. Aus Hyrule. Deine Insel ist Hyrule. Spannend. Ah.
Meine Insel sollte eigentlich Time Island heißen. Warum heißt sie nicht so? Man kann sie nicht mehr umbenennen, oder? Ich bin keine Frau in Zala. Lukas ist eine Frau. Ich wollte heute einkaufen gehen. Es gab keinen Einkaufswagen. Ohne Einkaufswagen darf man nicht rein. Teufelskreis. Oh, Lukas, du geile Sau. Kann man sich eigentlich umoperieren? Oder muss man für immer eine Frau bleiben? Man kann sich bestimmt umoperieren, oder? Hi, Gabriel, es klappt nicht. Was ist das für ein Geläute? Wo kommen dieses Geläute her? Von der Stadtkirche, oder? Glockenspiel. Guck mal hier. Hallo. Hier hat keiner was... Warte mal, kann ich auch was? Let's go. Poster stellen. Was soll ich malen? Kann man mit Touchscreen malen? Kann man mit Touchscreen malen, Leute? Let's go! Kann man mit Touchscreen malen? Nee, man kann mit Touchscreen nicht malen. Wie wunderschön. Wie kann man das machen? Ich will auch dieses Bim machen. Das geht gar nicht. Ich hab nur das. Du möchtest das auch haben? Du möchtest ein Bild von mir? Wo gibt's Rucksäcke? Wo kann man Rucksäcke kaufen? In der Boutique, oder? Wie bekommt man eine Boutique? Es gibt irgendwie so ein Geschäft, ne? So ein Kleidungsgeschäft. Ist das hier das Kleidungsgeschäft? Was ist das? Samson. Ne, hier wohnt Samson. Ein Bild von mir. Oh, guck mal, hier gibt's Eier. Wo ist dein Geschäft? Ich bin dran vorbeigelaufen, oder? Ich habe ein cooles Fossil. Im Museum. Ja? Wo ist dein Laden? Wo kann man hier Sachen verkaufen? Du hast eine Maus. Bei Schubert kann man die kaufen. Lenja, wann bekommt man Schubert? Wann und wie bekommt man Schubert? Er hat kein Geschäft. Wie hat kein Geschäft? Aber er hat zwei Zelte. Also kann ich hier verkaufen, sagst du? In der Stadt? Im Rathaus. Der ist ab und zu vor dem Service Center. Lenja, ich habe in irgendeinem Stream auf Twitch gesehen, da war jemand in so einem Kleidergeschäft. Und dann konnte die irgendwie tausende... Alter, was ist denn hier los? Kann ich hier... Hier kann ich doch auch nicht verkaufen. Dieses Rathaus kenne ich gar nicht. Schneiderei, genau, Schneiderei.
Wo ist denn die Schneiderei? Hat jemand eine Schneiderei? Ich habe das Geschäft. Jarell, gibt's bei dir Rucksäcke zu kaufen? Bei Schlepp und Nepp kannst du verkaufen. Wo ist denn Schlepp und Nepp? Ich bin so überfordert. Schlepp und Nepp, wo seid ihr? Auf dieser Insel gibt's kein Schlepp und Nepp. Komisch. Doch, hier. Lol. Huch. Jonas kommt einfach raus. Romantikgartentisch. Die Karte ist hilfreich. Du kannst auch die Karte nutzen. Da bin ich aber. Ich sehe die Karte nicht, weil mein Gesicht darauf ist. Oh, Rucksäcke kriegst du bei einem Typen, der ab und zu kommt. Quasi der gleich, also so ein Typ wie bei mir jetzt ist, der Teppiche verkauft. Gibt's dann einen Typen, der verkauft einfach Rucksäcke. Ich meine die Karte auf dein Handy. Ach so. Bitte schließe alles. Nö. Etzala. Nee, Eier nicht verkaufen. Warte mal, setz mich nicht so unter Druck. Oh, jetzt habe ich deine Anreise zerstört. Lukas möchte gehen. Nö, darfst du nicht. Haha, wenn ich dieses Menü nicht schließe, wird Lukas diese Insel niemals verlassen. Geiles Game. Abgemacht. Du kommst hier nicht raus. Einen Rucksack kannst du auch am Meilenterminal kaufen. Ah ja, aber Meilenpunkte sind verdammt wertvoll, Dani, oder? Crash? Niemals. Kein Crash. Willkommen in Quarantäne. Lukas ist gegangen. Jetzt müssen wir erstmal eine halbe Stunde warten. Ich bin schon draußen, lost. Ja, danke, Lukas. Hübscher Blackscreen. Das ist ein Teil des Spiels. Ich glaube, das ist der entspannte Teil vom Spiel. Da kann man dann kurz erstmal so ein bisschen abschalten. Wie kann ich Anfragen versenden? Mit dem Handy. Du drückst ZL und dann kannst du Anfragen schicken. Jemand ist nach Hause gegangen. Ja, nice. Jetzt kann sich das Spiel nicht mehr dran erinnern, wer es war. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gerade Sachen verkauft. Hab auch den Modeladen. Ich gehe erstmal nochmal Sachen verkaufen. Der Progress wurde resettet. Ach so, weil Lukas einfach gelieft ist. Weil Lukas gelieft ist, als ich dieses Fenster nicht geschlossen habe. Die Sau. Also wenn einer einfach so disconnected, dann wird alles resettet, Mann. Ich will was verkaufen. Das. Ich hoffe mal, deine Startfrucht sind nicht Kirschen. Ist das korrekt? Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Also nachprüfen. Oh, bitte beende das Gespräch jetzt. Ruhe jetzt, ich will hier was verkaufen. Nie darf man was verkaufen. Deine Zeichnung auf dem schwarzen Brett ist möglicherweise auch weg. Manchmal ist das so. Orangen. Oh, Jarell kauft hier deinen Laden leer. Die Sau. Jarell, ich glaube, Jarell ist Millionär, der cheatet. Ah, noch ein Besucher verlässt die Insel. Lasst mich nach Hause. Komm zu mir jetzt. Ja, warte. Ich bin gefangen. Jonas geht. Nein, hab nur mehr Geld. Ey, ich muss irgendwie 800.000 oder so zahlen für mein Haus. Ich kann gar nicht zahlen, stimmt. Mein Rathaus wird gerade umgebaut. Ich kann gar nichts machen heute. Ich muss warten bis morgen.
So, ich darf jetzt auch endlich mal gehen. Oh, 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 eine Libelle. Wo ist die hin, wo ist die hin, wo ist die hin? Bam. Ich möchte Äpfel. Camper Mega, bist du auf dieser Insel? Nee, bist du nicht. Was ist denn hier? Kann mir einer sagen, ab wann man diese Flagge bekommt? Kann mir einer sagen, wann man diese... Hör doch mal auf, jetzt zu gehen hier! Ich will spielen! Ich hab schon alles bezahlt. Times geblebt. Ja, Lukas, das ist ja Cheaten. Cheaten ist langweilig. Wenn du ein Rathaus hast, kann ich diese Flagge nehmen. Oh, Dani, darauf freue ich mich. Also ab morgen. Die kann man selber machen. Dann kann ich ab morgen meine Flagge bauen. Let's go. Ich freue mich. Einen Tag noch warten. Andere skippen nach vorne 60 Jahre und haben es durchgespielt. Aber das ist mir zu langweilig. Kennst du mich noch, Kixos? Auf jeden Fall. Fortnite, ne? Immer Fortnite. Du bist ja Fortnite-Profi. Muss man ja Fortnite spielen. Ich glaube, wir sind nur noch zu zweit auf der Insel. Aber zeig meinen Dodo-Code bitte nicht. Soll ich wirklich deinen Dodo-Code nicht zeigen? Stream Fortnite, 10-Stunden-Stream. Oh, die Fortnite-Missionen sind jetzt da, 16 Uhr. Kann ich direkt von der Insel zur nächsten? Nein, natürlich nicht. Geil, ich darf nicht nach Hause. Das Signal ist gestört. Das Signal nach Hause ist gestört! Ich bin gestrandet. Willst du mich verarschen? Jetzt. Auf geht's. Schick bitte Anfrage. Muss ich gleich mal gucken. Danis Code muss ich jetzt eingeben und ich darf ihn niemandem zeigen. Diese Ladescreen ist so nervig. Vor allen Dingen, der kommt ja auch, wenn andere kommen. Das ist so unnötig, Dani. Das ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Das hätte man technisch gerade im Jahre 2020... Das kann man lösen. Wenn man nicht komplett retarded ist. Ich will nicht meckern, aber da hat man sich nicht Mühe gegeben. Aber ich muss auch loben, das Spiel hat nicht geleckt. Es hat nicht geleckt. Hä? Habe ich jetzt Geld bekommen? Wurde mir Geld abgezogen? Ich verstehe nicht. Irgendwas ist mit dem Geld gerade passiert. Komisch. Puh. So, ich gehe jetzt zu Dani und ich muss den Code verdecken. Wie verdecke ich denn den Code? Ah, man bekommt Meilen. Das wusste ich gar nicht. So, ich möchte fliegen. Jemanden besuchen. Online. Roger. Ja, tippi tippi. Hä? Jetzt sind wir nur noch in Version 1.1.2. Vorhin hatte ich 1.1.2a. Was ist denn da los? Dodo-Code. Klatsch die Facecam rüber. Ich habe leider keine Facecam mehr, die so groß ist. Wie ist denn überhaupt Danis Code? C5T
Aua. X9. Let's go! Equitas. Abflug! Ich habe jetzt kein Geschenk mitgenommen, Dani. Ich habe kein Geschenk mitgenommen. Habe ich vergessen. Habe ich wirklich vergessen. Sonst nehme ich immer Geschenke mit. Gleich gibt es übrigens Fortnite. Es gibt seit 10 Minuten neue Missionen. Die würde ich auch gerne mal machen. Ich würde auch gerne mal wieder was zocken mit euch. Also so. Mit Talk und so. Mit Toda. Oh, schwarze Häuser. Wer kennt... Also, ne? Genau so habe ich mir Danis Häuser vorgestellt. Schwarz. Fortnite habe ich schon lange nicht mehr gespielt, Lul. Oh, guck mal, sie hat sogar so ein Schild. Und sie hat Geldbäume. Ich fasse es nicht. Diese Geldbäume, wieso schüttelst du die nicht? Kann man als Besucher schütteln und dann klauen. Let's go. Alter, ein Hase. Krass. Du hast einfach schon die Hasen-Outfits. Ich fasse es nicht. Ich winke. Ich kann mich auch freuen. Flex. Kann man hier... Ist das selbst beschriftet? Nee. Doch. Das ist wahrscheinlich... Egal. Ach so, übrigens hier, beste Freunde, da kann man die Leute adden. Auf Heimatinsel. Freunde, erhaltene Anfragen. Jonas, Jonas macht bestimmt Scheiße auf meiner Insel. Egal. Jetzt ist er ein bester Freund. Wie viele beste Freunde kann man haben? 3, 4, 5? Da gibt es bestimmt eine Beschränkung. War ich jetzt schon... Guck mal hier, Anfrage, raus. Lukas. Bin ich mit Lukas schon befreundet? Nee, bin ich nicht. Bunland? Wer ist ein Bunland? Anfrage. Ich glaube, die restlichen habe ich schon, oder? Hä, wo ist denn jetzt eigentlich, wo ich eben war. Den kann ich... Ich kann dir gar keine Anfrage schicken. Du bist hier gar nicht mehr aufgelistet. Komisch. Wie lange streamst du noch? Ich werde gleich auf Fortnite umstellen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt auf dem echten Handy eine Nintendo-App. Auf dem echten Handy gibt es eine Nintendo Switch-App. Und dort könnt ihr sogar Voice-Chat machen. Oder... Wenn ihr hier auf Animal Crossing drückt, ich mach das mal. Also Voice Chat kann man ja überall machen in diesen Nintendo-Spielen. Dann gibt es hier Chat-Tastatur. Und jetzt kann ich hierüber chatten. Hi. Und jetzt wird es im Spiel angezeigt. Seht ihr das? Und jetzt kann ich hier ganz schnell schreiben. Wie geht es dir? Zack. Ich habe es hier geschrieben und dort ist es im Spiel. Sie muss jetzt langsam tippen. Ja. Sie muss es langsam hier reingeben. Und ich kann hier so schreiben. Bam. Nur so als Hinweis. Aber das wusstet ihr bestimmt alle. Das wurde in der letzten Direct gesagt. Ja, die habe ich nicht. Diese Animal Crossing Direct habe ich nicht gesehen. Weil ich das Spiel eigentlich gar nicht kaufen wollte. So. Was willst du mir zeigen, Dani? Willst du mir was zeigen? Wisst mir was? Nicht, willst nichts zeigen? Warum ist denn das hier alles so leer? Die Bäume in einer Reihe. Ich fasse es nicht. Aber es sieht irgendwie doch... Sieht irgendwie geil aus, ne? Sieht irgendwie geil aus, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich ihr Haus, ne? Wohnst du hier? Ne, hier wohnt irgendjemand anderes. Warum ist das Haus schwarz? Hier wohnt bestimmt ein Nashorn oder sowas, ne? Ich habe gehört, das sind die dunklen Tiere.
Oh, wir haben Dani verloren. Oh, hier mit Zaun. Auch ganz nice. Mit Zaun, ganz nice gemacht. Folge mir. Du bewegst dich bei mir nicht. Ich habe einen Emo auf meiner Insel. Oh, das ist ja nice. Oh, das werde ich auch bauen. Werde ich klauen. Wohin? Oh, eine Schaukel. Kann man sich darauf setzen? Oh, wie geil. Aber man schaukelt irgendwie nicht. Oh, oh. Wer hat denn jetzt diesen Code geknackt? Hat der einen Mundschutz an? Natürlich habe ich einen Mundschutz an. Es gibt Ausgangssperre. Leute, es kann teuer werden, wenn ihr erwischt werdet ohne Mundschutz. Pampelmu? Allererster Insulaner. Wo hat Toffi jetzt den Code her, Dani? Woher hast du diesen Code? Eventuell hat er es gecheckt, als ich diesen Code laut vorgelesen habe, aber ich glaube nicht, oder? Meinst du, Toffi hat diesen Code geknackt? Weil ich ihn laut vorgelesen habe? Wie hat Toffi diesen Code geknackt? Never. Das ist echt abgefahren, oder? Oder weil er bester Freund ist, kann er joinen. Oh nein, er ist einfach mal ein Hotdog. Ach du Scheiße. Er ist ein Hotdog. Gibt's ja nicht. Toffi der Hotdog. Ja, egal, ich folg dir. Tadam. Wenn du B gedrückt hältst, kannst du übrigens rennen. Das wissen irgendwie nicht viele. Oh, das ist ja schön. Hä, was war das denn? Dani macht das wegen den Blumen nicht. Och man, jetzt kennt jeder den Code. Was hat Toffi nur angerichtet? Wenn du durch Blumen sprintest, gehen die kaputt. Ja, wir rennen ja nicht durch Blumen. Geil. Richtig geil. Was ist denn jetzt los? Gobby. Aber Gobby und Toffi sind im gleichen Voice. Die haben sich abgesprochen, die Sicke. Ich bin Animal Crossing Admin, ich darf überall hin. Du bist eine Wurst. Die Frage ist eher, was ich getan habe. Du warst einfach mit Toffi in einem Voice. Das hast du getan. Da ist der weibliche Gobby mit pinken Haaren. Wo ist jetzt eigentlich die Wurst hin? Ich habe jetzt übrigens voll Hunger auf Wurst. Aber man kann jetzt nicht im Einkaufen gehen bei mir. Ich komme in die Geschäfte nicht rein in Berlin. Man kommt nur mit Einkaufswagen rein und es steht kein Einkaufswagen da. Weißt du, was richtig belastend ist? Wollte heute Geburtstag in Vegas feiern, aber wegen Corona geht das nicht. Ja, du brauchst eh einen Reisepass. Du brauchst eh einen Reisepass. Das ist ja schön hier. Campingplatz. Oh, voll geil.
Boah, das ist ja richtig nice. Wann kommt Animal Crossing wieder? Keine Ahnung. Er sagte C5TX9, aber das ist falsch. Oh, fast die Blume zerstört. Aber ich hab Skill, ich hab nichts kaputt gemacht. Ist hier... Was ist denn hier oben? Warum liegt hier überall Stroh? Boah, ich habe heute etwas Schlimmes getan. Du tust jeden Tag was Schlimmes, Fabi. Bei dir ist es nichts Neues. Oh, hier, ne? Man muss hier zu diesem geheimen Ort mit einer Leiter hoch und dann liegt hier Stroh. Sehr verdächtig. Ne? Und jetzt kommt der Feuerwehrmann. Jetzt kommt der Feuerwehrmann. Was hast du denn ja überhaupt für eine Mütze auf, Digga? Das ist ja schrecklich. Okay, 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 jetzt muss ich aber hier runter. Jetzt wird's aber, jetzt ist hier FSK 24. Kannst du morgen wieder streamen? Ich weiß nicht, wann und wie ich wieder streamen kann. Übrigens bin ich Musiker. Oh, das ist aber auch schön. Man kann sich hier hinsetzen. Und wenn man keinen Bock mehr hat, kann man hier die Klippe runterspringen. Tschüss. Huch. Okay. Bei Dani kann man hier hinten einfach langlaufen. Wie geil ist das denn? Das kann man bei mir auf der Insel nicht. Lol. Lol. Hä, du hast aber eine ganz schön komische Insel. Hier ist jetzt nochmal irgendwie so ein Ding. Und hier ist einfach nur so... Hä? Du hast eine echt komische Insel, Dani. Das ist ja furchtbar. Bei mir kann man das nicht. Ah, du hast auch Rosen als Start... Als Start, Pflanze. Du hast auch Rosen als Startpflanze. Voll schön. Ich habe nämlich auch Rosen als Startpflanze. Und ich habe Donkey Kong als Startbewohner. Lol, ich habe die gleiche Insel. Echt? Lol. Oh, eine Schneiderei. Was muss man tun, um diese Schneiderei zu kriegen? Ich will auch so eine Schneiderei. Willkommen. Oh. Die wollen bestimmt viel für dieses Outfit. Hallo, die Schneiderpuppe sieht schick aus, nicht wahr? Hat es dir etwa Bestimmtes angetan? Alles. Oh, den Schnabel. 490 Sterne. War Tina schon bei dir auf dem Platz? Ja, Lenja. Die Tina war auf dem Platz, aber ich habe mit der nicht gesprochen. Hätte ich sie ansprechen sollen. Oh, ein Badelmantel. Lol. Let's go, wir gehen hier rein. Ciao, Gabriel. Rein da. So, ein bisschen shoppen, oder? Alter. Hier, ne? Ein bisschen Komiker. Das ist schon heftig. Oh, diese Posen dabei. Ich muss meinen Mundschutz endlich mal loswerden. Das ist nicht mehr hübsch. Ich habe Tina nicht angesprochen, denn ja, was mache ich denn jetzt? Wird sie eines Tages wieder zurückkommen? Okay, einfach ein Badetuch. Oh, so ein Helm ist aber auch nicht schlecht. Ah, diese Maske hat ja, diese Kosmetikmaske hat ja Dings. Was ist das denn? Das ist ja furchtbar. Ich sehe irgendwie ein bisschen weiblich jetzt aus. Müsste immer mal wieder da sein. Ja, okay, Lenja, aber da muss ich jetzt mehrere Tage warten.
Die letzten 3 Tage war sie nicht da. Und ich spule ja meine Zeit nicht, deswegen muss ich jetzt halt mehrere echte Tage warten. Ist halt dann nicht so leicht. Aber dein Sortiment ist noch nicht vollständig, oder? Donny? Dein Sortiment ist irgendwie auch irgendwie nur sehr weiblich. Hast du auch Männersachen im Angebot? Das ist doch hübsch, oder? Bis auf den Schnabel, der ist irgendwie... Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und die Schuhe sind auch hässlich. Ach, das Sortiment wechselt sich immer. Irgendwie sieht das ganz geil aus. Let's go, wir gehen zur Kasse. So! Das ist der neue Brownie. Hallo? Ich würde gern einen Rucksack haben. Jeder hat einen Rucksack. Wusstet ihr, wenn ihr A gedrückt hält, dann könnt ihr euer Inventar sortieren? Wusstet ihr das? Das ist wie bei Apple. Wie beim iPhone. Ihr hält die Taste gedrückt und dann könnt ihr alles verschieben. Eventuell wissen das gar nicht alle Leute. Eventuell wissen es aber auch alle. Nur ich nicht. Ich habe das durch Zufall entdeckt. Mehr oder weniger. Also weniger. Mir wurde es gesagt. Oh, oh, sie kommt raus und es hat sich nichts verändert. Oh, sie hat eine Tasche. Wie süß. Ich hatte die Tasche nicht zur Auswahl. Warte mal. Das ist auch ganz geil. Ich wusste das nicht, immerhin. Siehst du? Jetzt kannst du endlich dein Inventar sortieren. Toffi weint, ich geh mal lieber. Danke fürs Vorbeischauen. So, ich glaube, ich werde jetzt. Huch. Warte mal, das ist Dani, oder? Das da drin war gar nicht Dani. Das da drin war Lukas. Ach, das war Gobby. Ach, mein Gott. Ihr seht alle gleich aus. Alle pink und Frau. Oh, hier ist noch eine... Boah, Mann. Wieso habt ihr alle so viele Brücken? Denk an deine Zeichnung. Ach, ist meine Zeichnung. Oh, das ist ein... Oh, jetzt hat Dani endlich auch diesen Schmetterling, den ich eben gefangen hatte. Ich habe übrigens, mir fehlen diese ganzen Fische und mir fehlen auch Fischeier. Muss ich noch holen irgendwie. Wenn du das Rathaus hast, kannst du das auch... Ah, Lenja, okay, da muss ich noch ein paar Tage warten. Ich habe mir das Rathaus bauen lassen, aber es dauert ja ein paar Tage und dadurch, dass ich nicht cheate, muss ich jetzt warten. Ich glaube, morgen ist das Rathaus fertig gebaut. Ich will nämlich nicht die Zeit spulen. Und da muss ich halt echte Tage warten. Das dauert einen Tag. Das dauert 2 Tage, Lenja. Ich habe das gestern beauftragt und heute ist das für den ganzen Tag geschlossen und morgen ist es erst wieder offen. Und da ich nicht spule, muss ich jetzt halt tatsächlich 2 Tage warten. Oh, geil, ein Pinguin, ich will den auch haben. Der hat genauso Muskeln wie ich. Kann ich ihn abwerben? Ich möchte, dass er zu mir kommt. Was ist hier? Bam, 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 bam. Oh, hier ist eine Wespe. Oder Biene. Bam!
Eine Honigbiene. Es dauert einen Tag. Wir wissen, dass du nicht vorspult. Brauchst nicht erwähnen. Okay. Oh, geil. Es gibt Treppen. Wie geil. Ja, Lenja, aber es ist halt wirklich ein unfairer Vorteil eigentlich. Aber es ist cool, dass man hier auch so Schrägen bauen kann. Sowas brauche ich dann für meine Insel auch. Oh, ich wusste gar nicht, dass man die Brücke so schräg machen kann. Ich dachte immer, es muss gerade sein. Hilfe, diese Wurst. Diese Wurst haut mein... Ey. Wie kann man nur eine Wurst auf dem Kopf haben? Oh, das ist ein Luftballon. Oh, was? Es gibt... Was ist das denn? Die sind ja richtig hübsch, diese Blumen. Oh, das... Das ist eine Paprika. Ach so. Das ist ja hübsch. Oh, ist das schön. Alles klar. Oh, hier ist ein ganz großes. Ganz großes Fisch. Ganz großer Fisch. Sprachfehler am Start. Let's go. Hast du nur einen Bademantel? Hast du nur einen. Was ist das? Ein Handtuch? Er hat nur ein Handtuch an. Und sie auch. Was ist denn hier los? Oh, ich muss dieses. Diesen Schnabel loswerden, der ist ja furchtbar. Oh, schon viel besser. Bam. Spinnen gibt's nur nachts, ne? Ab 18 Uhr oder 17 Uhr. Was passiert eigentlich, wenn irgendein Besucher diesen Baum schüttelt? Tust du ihn dann von deiner Freundesliste löschen? Oder generell hier Bäume? Warum schüttelst du die eigentlich alle nicht? Dani, warum schüttelst du die Bäume alle nicht? Das ist doch Geld. Das ist doch viel Geld, was dir verloren geht. Lecker Spinnen. Lüni hat das letztens gemacht und dann hast du Lüni gelöscht? Lüni hat dir das Geld geklaut oder was? Was ist passiert, Dani? Was ist passiert, als sie das gemacht hat? War ich richtig traurig. Ach so. Dein schwarzes Brett. Was soll ich malen? Habe ich einen Stift? Ich habe keinen Stift hier. Ihr seid tolle Menschen von Jarell. Späden sind gern willkommen. Von Suga. Ihr stinkt so. Von Lukas. Viel Liebe an euch alle. Willkommen von Nani und Toffi. Hier könnte ihre Werbung stehen. Toffi möchte gehen. Kann ich den Code haben? Ich will zeichnen.
Ich überlege gerade, was ich zeichnen könnte. Das Würstchen haut ab. Let's go. Kann ich? Ich muss mal kurz gucken, ob ich im Handheld malen kann. Ja, das geht. Alter, ist es normal, dass die Switch so laut ist? Ich glaube, sie ist kaputt. Alter, meine Switch ist kaputt. Ist ein richtiger Düsenjet. Was passiert eigentlich, wenn man einen Penis zeichnet? Ja, lässt Nintendo zu, aber du kannst jede Zeichnung melden. Und dann gibt es einen auf die Nüsse, auf den Penis. Ist wahrscheinlich der Lüfter. Ja, der Lüfter, ich weiß, das ist der Lüfter. Aber ich bin erstaunt, wie laut dieser Lüfter ist. So. 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 Ist das ein... Dieses Malen ist echt schwierig, ne? Dieses Malen ist so ziemlich unmöglich. Mit den Fingern. Mein Finger ist so groß wie das ganze Display. Na gut. So. Alle, die wissen wollen, was ich gemalt habe. Wurstfinger, genau. Wir müssen jetzt auf diese Insel gehen. Soll ich den Code verraten? Ich gehe aber erstmal selber schnell von der Insel runter. Let's go! Wurstfinger, nein. Ich gehe trotzdem runter. Ich werde jetzt Fortnite spielen. So. Was ist das? Ich habe Toffee gemalt. Das ist eine abstrakte Figur, die Toffee darstellt. Immer wieder schön. Warum war das so eine tolle Musik? Ich gehe raus. Let's go. Jemand ist im Begriff, nach Hause zu gehen. Ich gehe jetzt, Dani. Ich gehe jetzt. Ich glaube, da möchte noch jemand nach Hause. Soll ich jetzt Fortnite spielen? Ja, ne? Wie mache ich denn das jetzt hier? Streammarkierung. Nein, jetzt habe ich es falsch gemacht. Fortnite. Zack. Code bitte. Ich werde keinen Code geben. Ich werde jetzt Fortnite anmachen. Wir spielen irgendwann nochmal Animal Crossing. Minus drücken. Speichern. Ich glaube, speichern.